dich auf. Den Gefangenen bitte. Commander Green, kommt den Gefangenen holen. Mario. Der Gefangene wird zum Transport bereit gemacht. Wunderbar. Ich habe nichts getan. Das werden wir schon sehen. Ich folge euch dann später. Okay, ist gut. Bis später. Steigen Sie ein in unser schönes Auto. Jetzt bringen wir es ja mal weg. Die Fahrt bis dorthin, das geht sie nichts an. Liegen Sie bequem, ja? Passt. Herr Kollege, passen Sie gut auf ihn auf. Machen wir. Ich habe nichts getan. Lasst mich endlich frei. Das darf doch nicht wahr sein. Hilfe! Man hat mich entführt! Lasst mich frei! So, jetzt sind wir im Fünf-Sterne-Hotel angelangt. Viel Spaß da drinnen! Ich hoffe mit Essen, mit warmem Essen. Herr Kollege, bringen Sie den Gefangenen raus. Ja. Was soll das? Endlich sind Sie da. Das hat ja lange gedauert. Ihr habt aber lange gebraucht. Ja. Bitte sehr, nur herein in die gute Stube. Gut, Kollege. Gut. Sie können sich gerne darin schon den Platz nehmen. Aber ich würde Ihnen empfehlen, den Ausweis umzudrehen. Denn das sieht etwas witzig aus. Okay. Commander Green und Ihre Assistentin Alexa Blue zum Verhör. In Ordnung, Sie wurden bereits angekündigt. Wunderbar. Kommen Sie herein. Wo ist mein Gefangener? Den zeige ich Ihnen später. Kommen Sie zuerst herein, ich muss zuerst die Tür versperren. Ja, wir kommen schon. Ist keiner da? Kommen Sie her, Kollege. Den Gefangenen können Sie später verhören. Also, worum geht es in diesem Fall? Es geht um Sektenproblematik, Körperverletzung, Drogenkonsum. Drogenkonsum, haben Sie noch irgendwelche Informationen? Zurzeit nicht. Okay, Sie, Frau Kollegin? Nein, auch nicht. Denn ich habe gehört, er hätte auch Diebstahl begangen. Ja, das stimmt. Einen Wecker, ja. Soweit mir zu Ohren gekommen ist. Ja. Und er hätte eine Bombe platziert. Ja, in Klagenfurt, beim Bellissimo. Soweit wissen wir es noch nicht. Sind Sie sicher, dass es das Bellissimo war? Nein, nicht genau, aber ungefähr. Denn wir haben hier auch widersprüchliche Angaben bekommen. Das werden wir schon rauskriegen aus Ihnen. Deswegen sind wir hier. Wir sind ja die Feuerwehr-Office. Ich habe schon andere Welt gekocht. Dann würde ich sagen, Herr Kollege, wir
überlassen einmal den beiden das Feld. Ja. Und Frau Kollegin, Sie werden das Protokoll führen. Ja. Und wir gehen inzwischen essen. Bis später, Kollegin. Bis später, Wiedersehen. Ach übrigens, Frau Kollegin, etwas hatte ich noch fast vergessen. Hier ist die Verbrecherakte. Aha, danke schön. Gerne. Gut zu wissen. Herr Kollege, bitteschön. Dankeschön. Und wie geht's Ihnen? Lasst mich raus! Nein, jetzt noch nicht. Herr Kollege, bitte. So. Er hört nicht zu, bitteschön. Nimm mir auf, Müpfig. Lasst mich raus! Ich habe nichts getan! Zuerst stelle ich hier die Fragen, dann dürfen Sie antworten. Nein, was gehen Sie das her? Hoppala. Was soll das hier? Was soll was hier? Ich werde Sie schon noch wegkriegen. Sie werden uns schon noch alles sagen, was wir wissen wollen. So, brauchen Sie Butter dazu? Oh Mann, so einen aufmüpfigen Verbrecher habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich bin kein Verbrecher. Sie sind ein Verbrecher. Wir haben genug, eine solche Akte haben wir über Sie. Wen habt ihr denn da fotografiert? Sie! Warum? Ja. Warten Sie gleich. Wir werden Sie foltern. So schaut es hier aus. Ich werde Sie schon wegkochen. Dann werden Sie sehen, wer den Bartel, wo der Bartel den Most herholt. Der ist nicht da. Warten Sie gleich. Wenn Sie hier drinnen sitzen, in unserem Verhörraum, dann wird Ihnen Hören und Sehen vergehen. Wieso, ich höre noch sehr gut. Nicht mehr lange. Dann werden wir Sie foltern. Das dürfen Sie nicht. Ich werde alles aus Ihnen herausquetschen. Haben Sie mich verstanden? Rausquetschen. Haben Sie eine Saftpresse? Jetzt können Sie ruhig noch eine tänzen. Aber dann wird Ihnen das Lachen schon noch vergehen. Was soll das? Wir werden noch enger fesseln müssen. Tun Sie besser die Handschellen weg. Nein, die bleiben dran. Sie sind sehr gefährlich. Ja. Frau Kollegin, den Knüppel bitte. Was? Ich suche ihn. Ich habe ihn gefunden. Bitte hier, Herr Kollege. Mit dem werde ich Ihnen schon einmal drüber salzen, wenn Sie einmal keine Ruhe geben. Da brauchen Sie aber einen Salzstreuer. Naja. Frau Kollegin, wir gehen. Ja, und nehmen wir ihn mit? Wir lassen ihn jetzt schmoren hier. Okay, dann lassen wir ihn schmoren. Bitte, kommen Sie. Herr Wachkommandant, wollen Sie mit den Gefangenen? Wir beginnen. Komm mit. Lassen Sie mich frei! Wen haben wir denn da? Unser Sorgenkind. Oje, was machen wir mit Ihnen? Über Sie habe ich schon mittlerweile sehr viel gehört. Was denn? Ja, nichts Gutes. Mit Sekten zu tun haben, mit Räubern, Verbrechern, mit Gangstern. Fürchterlich, Drogenkonsum. Also bitte, Sie müssen mir das schon erklären, wie das alles vor sich gegangen ist, wie das angefangen hat, von Anfang an, alles Schritt für Schritt. Von was sprechen Sie? Ja, von all dem, was Sie auf dem Kerbholz haben. Ach, scheiß Schreibmaschine. Frau Kollegin, bringen Sie bitte die Akte. Bitte schön, Herr Kollege. Danke. So, was haben wir da? Sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, was überlassen wir eher unseren Kollegen. Herr Kollege Schiener, kommen Sie bitte. Jawohl, freut mich schon. Ich möchte endlich zu dem Verhör beginnen. Wohlfahrt, ich hoffe, du kommst hier weiter. So. Randalieren Sie bitte nicht, Herr Kollege, das ist Staatseigentum.
Am besten ist, Sie gestehen gleich. Das rechnet meine Arbeit. Was denn? Sie werden verurteilt. Zumindest Sie sind vorbestraft. Wegen Körperverletzung, Drogenhandel, Sekten, wenn Ihnen das was sagt. Ich weiß von nichts. Körperverletzung. Wie meinen Sie das? Videothek, sagt Ihnen das was? Rucksack, Laptop, Uhr, Bombe, sagt Ihnen das was vielleicht? Wieso Bombe? Weil Sie eine Bombe abgestellt haben in einer Videothek und geflüchtet sind. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt sehr wohl. Ich habe nur einen Wecker gekauft gehabt. Wecker? Das glauben Sie doch selber nicht. Jetzt haben Sie wohl eine Bombe damit gebaut. Herr Kollege, Ihre Brille. Ich verstehe immer noch Bombe. Ja, genau. Gut, dass Sie das verstehen, Bombe. Wissen Sie, was das heißt? Aber ich habe keine Bombe gebaut. Werden wir schon sehen, was Sie gebaut haben und was nicht. Hier steht nämlich alles hier drinnen. Hier haben wir viel mehr Verbrecher hier. Sie sind einer der Schlimmsten. Gehen Sie. Gut, fangen wir an. Wir haben hier den Onion Jack. Kennen Sie den? Hier. Ein Bild von ihm. Nein. Sagt Ihnen das Bild was? Nein. Oh, Herr Kollege, hast du ein Telefon? Mieten werden ein Verhör. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist unser Boss. Das ist mir wurscht. Sagen Sie, er soll auflegen. Nein, das sage ich ihm sicher. Herr Kollege, nehmen Sie ab. Ein Satzkommando bei Wasser. Grüß Gott. Ja, bezüglich dem Verhör kann ich Ihnen nur meinen Kollegen geben. Wie weit die sind, ich fürchte eher erst am Anfang. Einen Moment, ich stelle durch. Bitte, Herr Kollege. Wer ist denn? Unser Chef. Oh, Herr General. Ja, also, ja. Also, wir mit dem Verhör, das geht ganz prima, super. Wir sind schon fast am Ende. Er gesteht, ja. Was foltert ihr? Du foltert nicht. Nein, wir foltern hier nicht. Nein. Ganz sicher nicht. Nein, also Sie brauchen sich da keine Sorgen machen. Wo denn? Also wirklich, also... Ja, was ist los? Nein, Sie brauchen keine Angst haben. Nein. Wir haben Ihnen auch keine Gewalt angetan. Er schaut noch recht gesund aus. Jawohl. Herr Kollege, ja, schreien Sie nicht so. Ich schreie so viel. Entschuldigung, Sie. Nein, ich meine nicht Sie natürlich. Ja, okay, danke. Ja. Auf Wiedersehen. Was haben Sie gerade gesagt? Er kann mich im Mondschein begegnen. Kennen Sie den hier? Einen Moment. Das nehme ich zu Protokoll. Herr Kollege, Sie können gar nicht protokollieren, was ich hier schreibe. Streichen Sie das aus dem Protokoll. Ich glaube, ich lasse die ablösen von meiner Kollegin. Das wird besser sein. Weil die macht wenigstens das, was ich will. Haben Sie gehört, Herr Kollege? Was soll ich gehört haben? Ich bin Dienstälter als Sie. Ist mir egal. Also, das hat Ihnen egal zu sein. Können wir hier weiter fortfahren? Ja. Also, bin Nedal. Kennen Sie den? Nein. Das ist das Bild von Kim Dedal. Aber ich brauche einen Kaffee. Frau Kollegin, wollen Sie übernehmen? Ja, gerne. Und wenn das Telefon klingelt, nicht abheben, sondern mich rufen. Magnus, Gregory, mir raus. Das ist hier wer? Nein. Das erzählen Sie doch wem anderen, dass Sie den nicht kennen. Dr. Gray? Nein! Das gibt's doch nicht! Ich glaube, ich werde Sie doch foltern müssen! Minta Klaus? Nein! Dr. Bangolini? Nein! Herr Kollege? Ja.
Einen Augenblick, Sie haben den Namen wohl falsch gelesen. Wieso? Sie haben Bangolini gesagt. Ja und, hast das du heißt Spaghetti? Auch, nein, das heißt auch nicht Fettuccine, das heißt Bangolini. Bangolini, ja, dann heißt er halt Bangolini. Ist Francesco Matteo. Ein Italiener halt, no. Ja? Ja. Haben Sie etwas gegen Italiener? Bitte? Haben Sie etwas gegen Italiener? Nein, aber immer mehr. Du, John? Wer soll das sein? Okay, gut. Ich glaube, ich muss hier anders vorgehen. Oh, dann haben wir noch einen ganz einen schönen. Greenstein Siegfried. Greenstein? Wer ist denn das? Greenstein. Greenstein. Ja, Kollege. Haben Sie was auf die Ohren? Kennen Sie den vielleicht? Ich muss Ihnen jedes Mal meine Kaffeepause unterbrechen. Können Sie nicht lesen? Sind Sie der deutschen Sprache nicht mächtig? Greenstein. Ja. Da ist der Greenstein. 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 Und wo steht dort Green? Ich glaube, ich werde mir eine andere drüben aufsetzen. Die grüne Farbe können Sie mit der Grenze nicht verwechseln, bitte sehr. Ich bitte, ärgern Sie mich nicht weiter. Sonst muss ich unseren Vorgesetzten rufen. Das der Mann heißt ja Sie, Grenzstein. Das ist Ihr Name, ein Verbrecher. Sie sind ja keiner, oder? Wie wollen Sie wissen, wer wie heißt? Da steht hier. Michael Croft, kennen Sie die? Da, Michael. Michael Croft? Michael Croft. Michelle Croft. Michelle Croft, ja. Skandal. Die können nicht einmal die einfachsten Namen richtig nennen. Was sagen Sie, Kollege? Das ist schon sehr traurig. Also wirklich traurig, traurig, traurig. Und was soll die Waffe da hinten? Welche Waffe? An der Wand? Oh, hier. Entschuldigung. Die Waffe hat hier nichts keine zu suchen. Keine Ahnung, die war am Boden. Die haben wir nur aufgetaucht. In diesem Bereich haben Waffen nichts verloren. Herr Kollege, müssen Sie nicht immer in mein Gespräch rein. Ich bin immer noch Ihr Vorgesetzter. Merken Sie sich das gefälligst. Oder soll ich unseren Chef anrufen? Bitte, hier ist das Telefon. Das werde ich tunlichst vermeiden, denn er ist gerade beim Abendessen. Mir wurscht. Er stört so. Ihn halt! Nein. Bitteschön! Und schreien Sie bitte nicht in dieser Lautstärke. Der Einzige, der hier schreit, das bin ich! Nein, ich. Nein. Ich verhöre hier. Gut, schauen Sie mich an, wenn ich mit Ihnen rede. Wieso sollte ich? Michael Croft. Michelle heißt das. Es mir wurscht, ich sage so, wie ich will. Michelle Croft, kennen Sie die? Was da ist ein das Bild sein? Von Sie Ihnen hier. Da! Da! Sind Sie blind? Hier sitzt sie! Jetzt habe ich sie! Ha! Jetzt werde ich Ihnen zeigen. Was soll das? Na, Herr Kollege, was soll das jetzt? Wir werden Sie Mann, oh Mann! Schau dir das an! Nur weil Sie so weit vorgehen. Einen Namen habe ich noch. Thomas Mario, der Terrorist. Kennen Sie den vielleicht? Wer soll das sein? Sie! Nein, danke, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kann er nicht einmal den Namen unseres Delinquenten aussprechen. Das heißt nicht Thomas, sondern Thompson. Er ist mir wurscht. Mir ist das langsam zu blöd. Ich werde jetzt langsam Abendessen gehen, weil das ist ja nichts, das geht auf keine Kuhhaut hier, was da hier abgeht. Welcher Kuh haben Sie denn die Haut abgezogen? Sehen Sie das? Sehen Sie das? Mit solchen Leuten muss ich mich herumschlagen. Sie glauben noch immer, das ist ein Spiel, ist aber keins. Wo sind die Würfel? Brauche ich wieder wahrscheinlich den Knüppel, oder? Wieso? Um sie leicht zu klopfen, oder? So brauchen Sie einen Schnitzel. Mann! Herr Knüppel, ich kann Boden. So, noch einmal. Noch einmal von vorne. Sie werden gestehen, ich sag's Ihnen. Den hier! Hast du den schon gesehen? Einmal noch und dann? Nein! Ja, heißt das, nicht nein. Nein! Ja! Ja! Herr Kollege, halten Sie hier Wache. Ich muss da euch ein bisschen einschreiten. Hier! Herr Kollege! Das Gesicht! Herr Ruhe! Wo sind Sie das erste Mal in Kontakt getreten mit der Sekte? Herr Kollege! Mit einem Insekt? Sie schweigen jetzt. Ändern Sie gefälligst Ihren Ton. Sie schweigen jetzt. Nein, ich werde jetzt mit dem Verhör weitermachen. Bitte, wenn Sie meinen.
Sehen Sie, wenn Sie uns das hier alles auspacken, wenn Sie uns die Informationen geben, dann ist das Ferien relativ schnell vorbei und Sie können nach Hause gehen. Würden Sie das nicht gerne tun? Ich würde schon gerne nach Hause gehen. Also dann packen Sie doch aus, machen Sie was denn? Was denn? Lassen Sie die Person kennen vielleicht. Und sagen Sie doch um Himmels Willen, welche Personen Sie hier kennen. Ja, bitte, da sagen Sie mir. Vielleicht haben Sie noch zusätzliche Informationen über diese Person. Ich zeige Ihnen das Ganze nochmal. Lassen Sie bitte. Da hinten ist die... Okay. Hier zum Beispiel. Jack Onion. Auch genannter Gambler. Haben Sie den schon gesehen? Nein. Naja. Der ist in der, laut NSA wird er noch überwacht, aber noch nicht auffällig gewesen. Ein gewisser Bin Nedal Amaso, alias Osama Bin Laden. Kennen Sie den? Nein. Was nicht? Der ist doch in den ganzen Medien gewesen, den sollten Sie doch gekannt haben. Gregory Magnus. Wer soll das sein, bitte? Ihr Kollege im Kurs. Welchen Kurs? Den Sie jetzt schon seit einem halben Jahr besuchen. Den Abendkurs zum Beispiel. Wie wäre es, wenn Sie endlich einmal die Wahrheit sagen? Wissen Sie nicht mehr? Ich will Ihnen ja nur gut. Verstehen Sie mich? Ja. Dr. Gray Simon, auch genannt der Joker, ist einer der Kursvortragenden, soweit ich es in Erfahrung gebracht habe. Haben Sie etwas über ihn zu berichten? Er macht nur Abendkurse. Ja, hackt er während dem Kursen oder auch oder danach? Oder sowohl als auch? Was soll er aushacken? Er hackt vielleicht am Telefon. Er ist Berufshacker. Diesen Eindruck habe ich mittlerweile. Aha. Laut NSA wird er überwacht, aber ist als harmlos eingestuft. Also nicht terroristisch, aber das, was nicht ist, kann er noch werden. Klaus Winter, den kennen Sie sicher. Ich kenne nur einen Klaus Sommer. Wir sind hier nicht bei Verstehen Sie Spaß. Realisieren Sie vielleicht endlich einmal Ihre Lage. Lohnsklaverei, Scheinfirma mit Computerunterstützung. Oje, 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 oje. Von dem haben wir nicht einmal Fingerabdrücke noch bekommen. So unscheinbar und anonym ist er. Dr. Pangonili Francesco Matteo, auch genannter General. Der ist in Ihrer Sekte weit verbreitet gewesen. In meiner Sekte? Wieso? Ich verstehe immer nur Sekte. Er will nicht verstehen. Identitätsdiebstahl. Ausweis und Dokumentenfälschung. Vielleicht haben Sie ja von ihm dann die falschen Papiere bekommen. Herr Kollege, lassen Sie mich noch einmal ran. Moment. Probieren wir es mit dieser Persönlichkeit. Die müssen Sie kennen. Ja, die sitzt ja da. Ja, und wer ist das? Sie ist... Wenn ich Ihnen das sage, Frau Kollegin, dann werden Sie gar nicht erfreut sein. Denn laut Akte sind Sie die schwarze Witwe. Mindestens 6 Ehemänner schon unter Erde gebracht. Ach Gott, das stimmt ja nicht. Ja, das hat die NSA herausgefunden. Wie weit man denen glauben kann, die tun ja alle Telefone abhören. So ein Scheiß, immer weil ich verharre. Sogar Angela Merkel wurde schon abgehört. Ja, immer ich. Kennen Sie Bobby Cheese? Den müssen Sie auch kennen. Halten Sie bitte gefälligst derzeit die Klappe, jetzt verhöre ich. Reden Sie mit meiner Kollegin? Ich bin Ihr Vorgesetzter, also wie reden Sie mit mir? Nehmen Sie gefälligst Halt und an, wenn Sie mit mir sprechen. Nehmen Sie gefälligst Halt und an, wenn Sie mit mir sprechen. Nicht in diesem Ton mit mir. Sie Zwerg, Sie. Ich bin größer wie Sie. Ja, lassen Sie mich mal ran, ich zeige Ihnen, wie man verhören tut. Ja, ich bin größer als Sie. Und das war ich schon immer. Und übrigens, kennen Sie den Mario Dempsen? Wer? Ja, was? Das sind Sie. Sie kennen sich selbst nicht. Dann würde ich Ihnen sagen, schauen Sie mal hinter sich in den Spiegel. Dann werden Sie sehen, dass Sie das sind. Sagen Sie doch endlich einmal... Eine Person... Frau Kollegin, jetzt rede ich. Nein, ich... Ja? Sagen Sie doch endlich einmal Ja zu diesen Personen, die Sie kennen. Es passiert Ihnen ja nichts.
Dann kommen Sie früher nach Hause. Okay. Dann können wir Ihnen auch früher diese Handschellen abnehmen, die Ihnen gar nicht so gut tun. Seien Sie doch ehrlich, seien Sie doch, machen Sie doch Ihr Herz auf. Erleichtern Sie Ihr Gewissen. Und Sie sagen jetzt bei dieser Person ja oder nein? Bei Ihnen sicher. Bei mir wäre das sicher, ja, ja. Kennen Sie den? Nein. Kennen Sie den? Nein. Kennen Sie den? Ja. Endlich. Einen der Hacker für die Sekte haben wir. Kennen Sie den? Nein. Kennen Sie diesen? Nein. Was soll das sein? Kennen Sie den nicht? Nein. Kennen Sie den? Nein. Kennen Sie den? Nein. Der schaut meinen Kollegen sehr ähnlich. Oder, Herr Kollege? Kennen Sie die? Ja, die sitzt doch da drüben. Ja, kennen Sie den? Ja, der ist da hinten. Ja, endlich. Wen haben wir noch? Kennen Sie den? Was soll das sein? Ihr Lehrer? Dann haben wir noch einen. Kennen Sie vielleicht den? Die Bilder sind eh so gut. Der sagt mir überhaupt nichts. Aha, bei der Videothek bei diesem Mal haben Sie noch nie gesehen. Interessant. Ja, da haben wir leider keine anderen mehr. Nein. Ach, den. Kennen Sie den? Genannt der Guru. Haben Sie den schon mal gesehen? Möglich, ich weiß es nicht. Oder wollen Sie es nur nicht sagen? Vielleicht haben Sie ja Angst vor ihm. Stimmt das? Könnte es sein, dass Sie Angst haben und deswegen nicht auspacken? Ich weiß nicht, wer er ist. Aber mich sollen Sie kennen? Das ist eine Frechheit. Wie bitte? Mich soll er kennen? Ja, er kennt Sie deswegen, weil Sie vor ihm sitzen. Frau Kollegin, Frau Kollegin. So, meine Kollegen, ich habe meine Sachen hierher gelegt. Ich werde jetzt dann Dienstschluss machen für heute. Viel Spaß noch mit den Gefangenen. Danke, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Abend. Gleichfalls. Gut gemacht, Herr Kollege. Mein Gefangener, gut gemacht. Endlich haben Sie gestanden, sind Sie vernünftig geworden. So, ich will jetzt auch dann Dienstschluss machen. Frau Kollegin, wir gehen dann Abendessen. Ja, Herr Kollege, ich komme. Aber zuerst müssen wir ihn in die Zelle bringen. Ja, dann bringen wir ihn raus. Oh, das Telefon, Leute. Danke. Heben Sie schnell ab. Vielleicht ist der Chef. Guten Tag, Herr General. Wir haben ein Geständnis soeben erreicht. Jawohl. Die Personen sind dingfest zu machen. Drei Leute haben wir ausfindig machen können durchs Verhör. Jawohl. Ja. Okay. Gut dann. Ich werde jetzt dann auch Feierabend machen. Soweit ist alles klar. Der Gefangene wird zurück in die Zelle gebracht. Okay. Gut. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, Sie befördern mich irgendwann einmal. Okay, ja, ja. Danke. Auf Wiedersehen. So dann. So, Frau Kollegin, jetzt geben wir dann guten Mittag, Abendessen. Ich lade Sie ein. Ja, aber ja. Zuerst müssen wir dann... Wie komme ich zu dieser Ehre? Ja, Sie wissen schon. Aber und zuerst werden wir unsere Gefangenen hier wegbringen. Und dann bringen wir ihn zum Herrn Kollegen und er wird ihn einsperren. Ja, genau. So ist es. Herr Kollege, übernehmen Sie bitte. Jawohl. Dann dürfen Sie auch Feierabend machen. Danke. Komm mit. Schön langsam. Thank you.
Kollege, und nehmen Sie ihm jetzt die Handschellen ab. Bin gerade dabei. Okay, passt. Hier kein Bett und nichts hat man hier. Lasst mich endlich raus. Lasst mich doch raus. Verdammt noch einmal. So, kommen Sie jetzt raus. Sie sind entlassen. Na endlich. Na komm. Komm. Setzen Sie sich hier. Danke. Komm, wir gehen. Danke. Endlich. Kommen Sie, Herr Kollege, bringen Sie den Gefangenen. Gut. Und dann holen Sie gleich den Nächsten. Na, wenn wir gleich einen Platz nehmen, gell? Lassen Sie mich in der Ruhe, ich habe nichts getan. Nein! Nein, komm mal, kann ich da alles? Nein, nicht da. Du musst den Stock rausnehmen. Verdammt nochmal! Das dürfen Sie nicht! Ich hab Rechte! Schauen wir mal, wie viele Rechte du hast. Sie sind ja der Guru. Ich habe nichts getan, ich weiß von Sie nichts. Sie sind der Schuldige. Nein, immer auf die Kleinen, gell? Ja. Auf die kleinen Dünnen. Mit den Wasserköpfen, mit den Blattfüßen. Nein. Lachen wir. Aha, Islamist sind Sie auch? Das wusste ich gar nicht. Da dumm sich ab. Lassen Sie mich raus hier! Wir haben nichts getan, ich will nicht hier neben diesen Menschen da sitzen. Meine Zelle wird immer kleiner. Ich habe keinen Platz zum Atmen hier. Ich meine, wir haben Mund zu Mund beatmet. Nein, danke. Was randalieren Sie so? Lassen Sie mich in der Ruhe. Ach so, bei der Sekte Jungfrauen opfern und hier Ihre Ruhe haben. Haha, ha. Das haben wir schon gern. Jungfrauen? Ich habe gern Jungfrauen. Ja, aber geopfert haben Sie sie. Ich? Na. Ich habe es ja gesehen. Hast du eine Waffe gesehen? Na. Ja, das Messer. So? Ja. Das, was Sie jetzt bei sich tragen, oder? Nein, das, was Sie dem verlorenen Sohn in die Hand gedrückt haben. Was für ein verlorener Sohn? Hey Mario, Sie haben immer gesagt, er ist der verlorene Sohn. Verlorene, ja. Ja, das glauben nur Sie selbst. Na so. Schauen Sie mal, pöbeln Sie mich nicht von der Seite an, ich kenne Sie nicht einmal. Jetzt erst recht. Mund. Tja, ich schaue Sie noch ganz anders an. Warten Sie gleich, solche Leute wie Sie fressen zum Frühstück. Oh, jetzt bekomme ich aber Angst. Ja, sollten Sie. Wenn wir draußen sind, mache ich Sie kalt. Ja, was? Sie sind alt? Ja. Das merkt man. Naja, eben. Achso. Ja. Warten Sie gleich. Nee, Sie sagen da drinnen irgendwas. Ich sage alles. Ja. Ich mache einen Umfang, eine umfassende Aussage. Ja, jetzt auf einmal. Aber immer doch. Naja, jetzt geht Ihnen der Reis, gell? Nein, sicher nicht. Naja. Als erstes dran. Ja, ich backe voll aus. Ja, dann fange lieber ich an zuerst. Nö. Sie auch sicher nicht.
Ist natürlich nur, dass sie gefesselt sind, dass sie nicht zu anstehen können. Mann! Aber auf normal, die stehen normal kann ich gehören, genau, gehören sie in die Zwangsjacke. Oh, ja, frei. Da rennt der Richtige. Wieso hast du denn Sinn bestraft? Ja, wegen nichts. Aber wegen ich bin nur wegen, ja, einer, das ist viel genug. Wegen einer Zeugenaussage hier. Oh, ja, freilich. Irgendjemand muss ja gegen so einen Abschaum irgendwie sich aussagen. Das ist Deal endlich. Mann! Bringen Sie den bitte zum Schweigen, ich halte es nicht aus. Können Sie ihn bitte knebeln? Nein, kann ich nicht. Ich werde ihn auf die Füße stellen, vielleicht ist es dann auch. Ich sage jedenfalls nichts. Oh, ich sage alles. Und wenn Sie was sagen, dann gehen Sie mit unter, mit Nein, mir. Nein, sicher nicht. Ah, das werden wir schon sehen. Glauben Sie mir, ich kann anders. Wenn ich hier rauskomme, ich finde Sie. Ich mag Sie kalt, ich mag Sie alle. Wissen Sie überhaupt, wer Sie aufgeklatscht hat? Nein. Ich. Ach so. Seien Sie lieber leise, sonst hören Sie uns, was wir reden. Sollen Sie hören? Die Wände haben Ohren. Ja, und wenn Sie Zungen und Augen auch haben, ist mir das egal. Das ist schon. Ich sage nichts mehr. Das ist auch besser so. Denn das alles, was Sie sagen, wird gegen Sie verwendet. Naja. Vor allem im kirchlichen Prozess. Ja, 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 ja. Bla, 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 bla. Ich arbeite im Auftrag des Vatikans. In welchem Auftrag arbeiten Sie? Des Satans. Das dachte ich mir schon. Ich bringe Sie in die Hölle. Mit Ihnen wird es kein gutes Ende nehmen. Mhm. Sie fahren auch nicht in den Himmel. Das glauben auch nur Sie. Ja, eben, eben, eben. Ja, seien Sie nicht so überheblich. Warum? Ja, ich setze mich lieber weg von Ihnen. Also setzen Sie mich. Machen mir Angst. Oh, da drin können Sie aber nicht sitzen, außer am Boden. Ja, dann bete ich halt eine Runde. Sie meinen wohl meditieren, da beten können Sie sicher. Mann, ich will hier raus aus diesem... Oh, irgendwas. Hungrig bin ich, durstig bin ich. Ich will endlich was zwischen meine Kohle essen. Sie bekommen nicht zu essen. Das werden wir erst sehen. Solange, macht ja solange nichts aus. Sie dem Exorzismus nicht zugestimmt haben. Ja, Sie brauchen eh nichts zum Essen, aber schauen Sie mich an. Sie haben das Knochengerüst. Wenn bei Ihnen ein Kilo weniger ist, das wäre auch nicht schade. Schaut so aus wie dick und doof in der Zelle, oder nicht? Nein, nur so ein Muckensturz und Baumschabel. Ach so, ja. Trotzdem werde ich beten und Sie werden mich nicht hindern dran. Oh, doch. Die Stimme hat sich nicht aus. Mann! Mann! Da verletzige ich mich gefragt. Schön drin bleiben. Ja, wo bleiben Sie denn? Was dauert denn da so lange? So, setzen. Und? Gestehen Sie? Was, ich habe nicht zugestehen. Doch. Nein. Doch. Ich habe nicht zugestehen. Denn ich habe nichts gemacht. Ja, wer dann? Das war der andere da drin. Ich habe alles gesehen. Ja, ja, wo ja. Haben Sie denn das gesehen? Ich war Zeuge. Wo? Ich habe alles gesehen. Der Sektenplatz, wer die Jungfrau erstochen hat, wer ihre Leiche verscharrt hat. Ich habe das alles gesehen. Ja, toll. Auch wie er sie entführt hat. Ach so, ach ja. So. Oh, da werden wir den anderen auch mal dazu holen. Bitte holen Sie mal, Herr Kollege, den anderen dazu. Dann hören wir es am Mann, was dazu ja. Sagen gibt. Er wird ja alles leugnen. Und Sie haben ihm nicht geholfen? Nein. Wer weiß, wer weiß, nein, wer ich weiß. Ich habe das Opfer befreit. Das soll ich Ihnen glauben? Ja. Ach so. Ich habe den Auftrag des Vatikans. Oh. Okay, ja, ja. Geben Sie ihn. Nur rein damit, nur rein. Ich warte. Bin ich schon unterwegs. Ja, hallo! Nehmen Sie hier Platz! Ja. Ja. Ihr Kollege, der Erzähler hat gesagt, Sie waren das? Achso, der Herr Kollege. Da kann ich wohl nur lachen. Was dann? Der hat doch gesagt, Sie waren es! Achso. Sie haben die Frau erstochen! Und? Welche Beweise hat er? Welche Beweise? Er hat gesagt, er ist daneben gestanden. Es gibt schon. Schau ich aus wie ein Guru?
Dann bitte. Ich wollte joggen. Ja, dann, wie sehen Sie denn sonst aus? Beweise. Ich wollte joggen. Sie aber. Wo Sie sind die Beweise? Sie sind doch so angezogen, mein Guru. Ich? Ja, Sie. Na, was denn? Was denn kein Gewand? Er erwartet ja dem Satan zu dienen. Der betritt sicher keine Kirche. Deswegen sind Sie dort vor ihm in Sicherheit. Es gibt nämlich Videoaufnahmen, Tonbandaufnahmen. Der ist aber auch kein Kind der Traurigkeit. Ja, er ist dabei gewesen. Ja, siehst du, sie haben ihm geholfen. Nein, ich habe nur zugesehen und gefilmt. Ja. Ach so, wie viele Beweise haben. Ja, und wo ist der Film? In der Sakristei, wie ich bereits Ihrem Kollegen sagte. Ja, dann bringen Sie ihm doch. Ach so, so kann ich ihn dann bringen. Dann werden Sie doch bald irgendwann herbringen müssen. Oder ich werde die Kollegen schicken. Mit dem allergrößten Vergnügen. Ja. Ich stelle das mit dem größten Vergnügen zur Verfügung. Ja, bitte, dann holen Sie es bitte. Wo ist es genau? In der Sakristei, im Kasten links unten. Tja, was soll in Deutschland Personen sein? Ja, alle Fotos und alle Videos. Nicht verboten. Nein, ich habe sie überwacht. Was? Na toll, na toll. Und, wo steht drin, Leute? Haben Sie eine von mir? Ja. Ja, ich habe eine von Ihnen. Ich habe ganz viele von Ihnen. Ganz groß steht da drinnen, was los ist. Wenn wir gleich nachsehen. Ja, ja. Sie stehen da ganz groß drin. Schau, wen ich da gefunden habe. Wen habe ich denn da? Sie? Ja, ja. Und Sie sagen, Sie haben nichts getan? Nein. Sie stehen ja auch in dieser Akte. Ja, ich war da. Haben Sie dann etwas getan? Nein, ich glaube nicht. Bei mir steht nicht drin, dass ich schuld bin. Nein, da steht nur drin, dass Sie 6 Ehemänner umgebracht haben. Stimmt ja gar nicht. Habe ich ja nicht. Wie wollen Sie das beweisen? Sonst will ich ja nicht immer noch in ihn. Sonst will ich ja nicht dann beweisen, mit der Polizistin arbeiten. Ja, dann bringen Sie Beweise, dass Sie das nicht getan haben. Können Sie ebenso auch nicht beweisen. Schauen Sie, nur von sich abbringen. Ja, stimmt ja wohl. Na toll. Ich habe nichts getan. Oh. Da sieht sie da drin, schau wie groß sie da drin stehen. Sogar mit 2 Fotos. Schau. Und dann das dritte ist, glaube ich, wo habe ich es gesehen? Irgendwo da hinten. Sehen Sie? Da, Sie sind dreifach. Das ist ein schönes Foto von mir. Sehen Sie? Hey, das dürfen Sie nicht, das verstößt gegen die Menschenrechte. Was sag ich nicht? Ich bin Polizistin, ich darf alles. Ach so? So gute Polizisten von heute. Ja. Lass mich lieber frei, dass Sie den richtigen da gemacht haben. Jetzt gesteht's doch schon, meistens schon. Gestehen Sie gefälligst. Ich gestehe Sie auch. Ich habe nichts getan. Na schau, ich habe nur zugesehen und Dokumente gesammelt. Ich bin zufällig vorbeigegangen, wo ein Feuer war. Ein Feuer war, ja. Weil Sie das Feuer gelegt haben. Aber das geben Sie wieder nicht. Ja, dann zeigen Sie doch die Filme, dann werden wir sehen. Ja, ich habe gesagt, wo die Filme sind. Dann gehen Sie bitte holen. Sehr wohl. Das kann aber lang dauern, meine Kirche steht nicht mehr. Ja. Ich? Nein, ich sag nur. Sie haben doch jetzt gerade gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wer soll es denn sonst wissen? Außer Sie. Er hat es jetzt nicht gewusst. Haben Sie ein Gehör? Woher haben Sie das jetzt? Haben Sie ein Gehörprotokoll, dass ich das gesagt habe? Woher haben Sie das jetzt? Hey. Sagen Sie, woher Sie das jetzt haben. Ich sag nichts, ich weiß von nichts. Nur Sie wissen das von diesen. Wer hat das denn gesagt? Sie wissen das. Sag's nochmal, ich war nur joggen, ich habe nur ein Feuer gesehen und habe die Feuerwehr. Ja. Mehr nicht. Wer weiß, ob Sie nicht dabei waren. Ich? Er hat jetzt nicht vom Feuer gewusst, Sie haben das gewusst. Wie geht das? Ja, ich habe ja gesagt, ich bin vorbeigejoggt. Ja, Sie haben das anders gesagt. Sie haben das ganz anders gesagt. Ich habe nicht gleich anrufen können, weil ich habe kein Handy dabei gehabt. Sie haben das ganz anders formuliert. So, als wären Sie dabei gewesen. Wollen Sie mir das Wort im Mund umdrehen? Ja. Ach so, ja, eben, das können Sie ja gut als Polizisten, das Wort im Mund umdrehen. Ja, das können wir gut, ja. Hören Sie auf zum Sessel reiten, das tut man ja nicht. Die Wahrheit aus Ihnen herausholen. Dann werden Sie mal anfangen zu gestehen. Sie auch, ich weiß. Entschuldigung. Sie haben immer. Schau ich aus wie ein Guru? Selbstverständlich. Ja, freilich. Darf man nicht mehr meine joggen? Nicht einmal da ist man mehr sicher. Ja, super. Hat Sie beim Joggen jemand gesehen? Na, ich glaube schon. Ich fürchte nein. Aber es gibt einen Telefonanruf. Ja. Bringt die Feuerwehr. Du, also Sie? Sie sind der... Wieso wissen Sie denn so genau, dass Sie dabei waren? Eben. Ich habe einen direkten Draht nach oben. Na toll, Sie waren dann schuld. Ich habe einen direkten Draht nach oben. Oh, ja. Siehst du? Sie wissen mehr als wie er. Ja, jetzt sagt sie doch alles. Ich sagte bereits,
Er hat alles getan. Glauben Sie diesen Menschen nicht? Er lügt, sobald er den Mund. Ja, weil immer die Heiligen, die wissen alles. Ja. Scheinheilig. Ja, das ist genau das meine ich. Daraus werden dann immer die Märtyrer. Ja. Ach so, Sie wollen das nicht. Wieso? Sie sind schuld. Warum verhaften wir denn den Mann? Seit wann sind wir bei du? Ich hab nicht Sie. Ich hab Sie gesagt, du. Hört sie auf da! Mann, diese Brutalität hier. Sie haben das alles jetzt gestanden. Nein, ach so! Ich habe alle Videos. Ja, das hinterlegt. Sie wissen mehr als wir. Ja, Sie wollen nur die Videos anschauen. Ja, dann zeigen Sie doch. Wo sind jetzt die Videos, gell? Bitte bringen Sie mir. Gibt ja keine. Bringen Sie mir die Kamera! Dann werden Sie sehen, dass ich nicht gelogen habe. Er ist ja nicht einmal was oben. Man sieht mal nichts. Wie wollen Sie wissen, ob etwas drauf ist oder nicht? Ja. So, schauen wir mal nach. Na toll, jetzt schauen wir nach, was da los ist. Bitte schön. Na toll. Ach doch, schau, jetzt sehe ich doch die... Oh. Oh Gott, nein. Sehen Sie? Ich sehe gar nichts. Das war das Bild. Nein. Sehen Sie? Sie sind darauf! Ja, das ist so toll! Nein, das ist kein Jong! Nein! Schauen Sie genau! Das ist eine Fälschung! Ja, haben wir Sie! Na toll! Doch Sie! Ich sag nichts! So. Ich möchte mit meiner Arbeit reden! Aus! Ja! Die Arbeit kommt aber heute nicht mehr! Na, das möchte ich sehen, mit meinem Telefon! Ein Telefon, Recht ist an, dass ich telefonieren darf! Na toll! Ich habe hier Rechte! Nein, Sie haben hier die Rechte, die Klappe zu halten! Klar, freilich. Ich darf anrufen, wenn ich will. Ach so, nein, wen wollen Sie anrufen? Mein Anwalt! Ja, dann rufen Sie ihn an! Warten Sie mal! Die fürchte Telefonnummer von seinem College müsste gespeichert sein. Hier, bitteschön, rufen Sie ihn an! Bitteschön! Jetzt müssen Sie mir das hier abnehmen. Geben Sie mir bitte die Schlüssel, Herr Kollege! Ich befürchte, das ist keine gute Idee. Willen lieber Sie. Na toll. Das ist gemeingefährlich. Es ist nur ein Rat. 0, 6, 7, 6, 35. Hallo? Hallo? Ja, Anwalt Grasnitzer? Oh, Gott, Scott, ja. Ich dachte, ich habe hier einen Gefangenen. Der will Sie sprechen. Welcher Gefangene? Den Guru! Welcher Guru? Wie heißt die Person? Kenn ihn. Green! Ach, Green? Wie? Ja, bitte geben Sie mir den. Hilfe! Hallo, Herr Green! Ich werde gefoltert! Sie haben mich bezichtigt, dass ich der Guru wäre, dass ich eine Jungfrau getötet hätte. Was? Essen kriegt man nichts, zum Trinken kriegt man nichts. Ich bin gefesselt wie ein Stück Fleisch oder sonst was. Bitte, kommen Sie, holen Sie mich hier raus hier. Na schön. Sagen Sie bitte nichts. Ich komme 5 Minuten vorbei und leiste Ihnen rechtlichen Beistand. Passt, danke. Bis gleich. Tschüss. Sind Sie noch dran? Sie haben gar nichts zu sagen. Ich komme jetzt vorbei und dann wird mein Mandant. Was wollen Sie denn hier? Ich vertritt die Rechte meines Mandanten. Ja, ich habe zu Ihnen gesagt, Sie kommen heute nicht mehr. Ich komme jetzt vorbei. Nein, Sie kommen jetzt nicht mehr vorbei. Ich leg auf. So ein Mist! Ich hab aufgeregt wegen Ihnen! Frau Polizistin? Sehen Sie? Sie werden sehen. Können Sie mir bitte die Handschellen abnehmen? Nein! Warum? Lieber nicht! Wir dürfen das nicht! Warum nicht? Weil wir noch nicht fertig sind! Ach so! Sie haben ja meine Beweise gefunden, oder? Wer weiß, alles habe ich noch nicht gesehen, aber wer weiß! Das ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte, wenn Sie die Handschellen wegnehmen. Ja. Wir werden schon sehen! Er ist gemeingefährlich! Nein! Ja. Er kann mit der Zunge töten und mit den Augen. Ach so. Nehmen Sie ihm bitte die Brille ab, damit er normal schauen muss. Ja, wo haben Sie überhaupt die andere Brille? Sie haben noch eine zweite, irgendwo habe ich Sie gesehen. Er hat die andere Brille beim Tatort vergessen. Das ist super toll. Jetzt werde ich aber schauen. Ach so. Was liegt denn da? Vor der Kirche? Am Boden? Das kann jeden kehren. Da ist Ihre Sascha, schauen Sie. Brille, na toll. Was machen wir da?
Franz, mich heimschicken. Sie sind der Täter, na toll, so, jetzt haben wir sie schon. Komm, führen Sie ihn bitte ab. Herein. Anwalt Krasnitzer. Grüß Gott. Endlich, dass Sie da sind. Na, was wollen Sie denn hier? Schauen Sie nicht an mich ausschauen. Was haben Sie gegen meinen Mandanten? Ja, er ist der Guru, er hat die Rechte. Jetzt sind Sie, hier steht alles, er ist beim, er ist dabei gewesen. Wie schaut die Beweislage aus? Er hat die Kirche angezündet. Und hier liegen seine Brille. Am Tatort. Und der Mord wurde auch aufgezeichnet. Ja, sehen Sie da alles. Alles sehen Sie. Zum Schwer, alles steht drauf. Gedruckt. Alles hier. Die Kirche brennt. Die Brillen von ihm liegen dort. Ja. Jetzt werden Sie mir doch sagen, ich habe Jungen von mir töten. Ja, genau, das hat er auch. Die liegen auch da drüben. Ja, also, ja, waren Sie schon am Tatort? Nein, waren wir noch nicht. Ja, wie können Sie dann wissen, ob das wirklich stattgefunden hat? Ja. Es wurde alles aufgezeichnet. Ja, hier ist ja alles am Bild. Erkennt man nichts. Ich war sicher nicht. Vielleicht war es mein Bruder. Was ich machen glaube, wir jetzt da? Ich glaube kaum. Das ist als Beweislage nicht zulässig. Ja. Ich bin zu unscharf. Ja, toll, Sie haben unscharf gemacht. Unscharf ja, toll. Na, sehen Sie, das andere Bild ist unscharf. Da kann ich nicht mehr erkennen, ob das eine Leiche ist oder nicht. Ey Mann, halten Sie mal einen Schlapf da drüben. Na toll, was und machen Sie? Sehen mal das CSI und dieses wird Ihnen das Bild sicher schärfen. Tja. Darf ich die Beweislage wissen? Ja. Das werden Sie noch bereuen. Und was haben sagen Sie? Gesehen, Sie haben eine Drohung ausgestoßen. Halten Sie mir den Schlaf hier. Bleiben Sie aber sitzen und geben Sie Ruhe. Ich brauche meine Klappe nicht zu halten, die ist mir angewachsen. Sie sollen da überstehen. Warum? Sie sollen die Klappe halten. Das ist doch die Wahrheit. Der lügt ja die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in einem Irrenhaus. Ja, und Sie sind dann direkt. Was machen wir jetzt? Sie sagen gar nichts aus. Ich werde mich mit meinem Mandanten erst schon mal besprechen. Ja? Und dann werden wir schauen, wie die offizielle Aussage sein wird. Okay, passt, dann nehmen Sie ihn einmal mit raus und lassen einmal noch die Handchen oben und wir reden das. Meiner Meinung nach liegt hier kein akuter Tatverdacht vor. Laut diesen Bildern und dieser Akte schon. Das muss der Gutachter entscheiden. Ja, da soll der Gutachter her. Und Sie lachen nicht, so unverschämt. Sie waren dabei. Ich lache doch nicht. Da muss der Gutachter her und das einmal durchziehen. Und dann schauen wir weiter. Scheiß auch das so nicht. Na schön. Dann leiten Sie es an Gutachter weiter. Ich werde inzwischen den Richter kontaktieren. Ja? Okay, gut. Machen wir so, passt. Haben Sie gehört, was er gerade gesagt hat? Nein. Er hat gehustet und gesagt, scheiß Rauchgasvergiftung. Ah, das soll er! Rauchgasvergiftung, Sie geben es zu? Sie waren da doch da? Nein. Das habe ich selbst gehört. Ja, Sie waren doch da. Ich war joggen und habe meine Brille verloren. Das oh mein Gott, spülen Sie zurück. Schauen Sie, ob das drauf ist. Nein, da ist nichts drauf. Ich habe meine Brille beim Joggen verloren. Ich bin nur beim Vorbeijoggen. Haben Sie jetzt was gefunden? Mit einem Pinzenkanister. Da schau, sie hat weil mein Auto 2 Meter weiter weggestanden ist, weil ich vergessen habe zu tanken. Da schau, da ist er. Da ist er. Ja, sonst bin ich dicht. Doch, wenn dann? Vielleicht mein Zwillingsbruder. Wer dann? Ah, das schau hier. Wir, mein Bruder. Wir nehmen ihm die Handschellen ab. Er ist befreit. Er hat gestanden. Er ist der Schuldige. Passt. Ich sag nichts. Das ist auch besser so. Ich weiß so nicht. So wird's gehen. Herr Kollege, bringen Sie ihn wieder zurück in die Zelle. Mein Anwalt hat mich schon aus schlimmeren Situationen rausgeholt. Und bei Ihnen sage ich doch... So leicht geht's nicht. Also wieder, doch, was dann? Das wird noch ein Nachspiel haben, keine Sorge. Warum? Er hat doch gestanden gerade eben. Er hat gesagt, er hat den Kanister in der Hand gehabt. Falsch. Er hat nicht gestanden. Er hat unter Druck ausgesagt. Sie haben ihn unter Druck gesetzt. Da ist ihm gar keine andere Wahl geblieben, als so auszusagen, wie ausgesagt. Nein, er hat ihn nicht unter Druck ausgesagt. Ich habe gar nichts gesagt gerade eben. Man hat den Wasser er ist gestanden und er hat gesagt. Essensentzug, Schlafentzug habe ich erlebt jetzt bis jetzt. Aber Essen kriegt man sowieso nichts hier. Unterschriften sind nicht gültig. Sie dürfen den Mandanten nicht unter Druck setzen. Er wurde nicht unter Druck gesetzt wäre er, wenn er mit Waterboarding oder anderen Sachen bedroht wäre. Ja, das aber ja, das ja, wurde das nicht so getan. Wurde. Und dafür bin ich Zeuge. Das ist ein notorischer Lügner, der da drin. Wann genau soll das gewesen sein? Was? Was soll gewesen sein? Wann genau war nicht unter Druck? Er war nicht unter Druck. Die ganze Zeit nicht. Seit 24 Stunden ist es eine verfluchte Zelle da draußen.
Kein Essen, kein Schlaf, dauernd Licht, nur ein Sessel drinnen. Nicht einmal aus Sessel kann man gehen da. Ja, Sie waren verdammt. Na schon. Wir machen Folgendes. Sie lassen ihn 24 Stunden da. Ja. Wir werden inzwischen schauen, wie die Beweislage ausschaut. Und dann die Anzeige, die sind vor Gericht. Okay, und wir bringen das. Das wird revisioniert werden, ja. Und vor Gericht werden wir dann schauen, wie wir das Blatt wenden. Ja. Machen okay. Wir so. Wir haben leider das Blatt wenden. Ja. Ja. Wir müssen 24 doch, Stunden. Doch, müssen wir aber. Ja, aber das Blatt wenden muss okay. Ich nicht mehr. Was? Dann machen wir für heute Schluss und Sie kommen jetzt in die Zelle bis morgen in der Früh und dann werden wir weitersehen. Gut. Und ich möchte. Morgen. Eine Kopie der Videoaufzeichnungen haben. Ja, das machen wir. Das schicken wir hin und dann kriegen Sie es. Schön. Okay, dann bis morgen um 10 Uhr im so viel ist beim Richter. Strecken Sie das dann nochmal aus. Werden wir dann schon sehen. Hört Sie auf jetzt! Dann werden Sie Probleme bekommen. Na schön. Sie sagen jetzt gar nichts mehr. Okay. Sie reden nicht mit Ihren Zellen genauso. Ja, nein, ich rede nicht. Absolute Ruhe. Die Handschellen werden ihm abgenommen. Es besteht kein dringender Tatverdacht. Okay, machen wir. Und es besteht kein Geständnis. Also, er bleibt aber trotzdem im Gefängnis. Sie dürfen ihn 24 Stunden verwahren. Ja. Passt, machen wir. Okay. Alles weiter. Warum zeigen Sie ihm die Zunge? Hey! Ich habe niemandem die Zunge gezeigt. Oh, doch. Sie wissen schon, was das bedeutet? Nein, das bedeutet. Eine Strafe! Nein. Das ist nur ein Heiratsantrag. Von wem? Und ich bin aber nicht schwul, deswegen interessiert mich das nicht, was Sie da vorzubringen haben. Wissen Sie was? Was bitte, belauschen Sie sich in der Zelle. Es muss nicht zu solchen Ausschreitungen dergleichen kommen. So. Ich sage nichts mehr. Das schön. Ist auch besser. So. Na gut, ist dann ist es für heute abgeschlossen und dann bitte, sehen wir uns morgen. Wir sehen uns morgen. Ja, passt. Halten Sie durch, Herr Mandant. Nee, ich mache. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Das ist kein Problem. Ich werde mich erkenntlich zeigen. Ja, beim nächsten Mal in der Sekte. Okay. Was haben Sie jetzt gerade gesagt mit der Sekte? Wir werden was? Wieder Sekt trinken, habe ich gesagt. Was? Nein, beim nächsten Mal in der Sekte. Was ist da hier los? Wissen Sie mehr als wir? Wahnvorstellung. Wissen Sie mal mehr? Haben Sie ihm geholfen? Waren Sie der Spitzel? Haben Sie ihm geholfen? Was für Spitze? Treiben Sie es nicht auf die Spitze, ja? Ja. Ist genug. Sie okay. Sind der Spitzel von mir, ja, doch, jetzt wissen wir. Vielleicht sind ja noch weitere Beweise auf dem Foto. Ja, genau. Jeder Mensch darf einem Verein beitreten und tun, was auch immer er tut. Sofern dies kein illegaler Verein ist. Ja, genau. Das haben Sie vergessen dazu zu sagen. Also und? Bezweifle ich Ihre Loyalität und Staat gegenüber. Na super. Und außerdem Ihre Reputation. Bezweifle Sie haben auch jetzt was. Sie haben mir doch was zugegeben. Sie haben sich fast verplaudert. Was machen wir da jetzt? Sollen wir Sie auch dazu sperren? Das wäre eine sehr gute Idee. Das ist ein Irrenhaus hier. Na schön. Er gibt's zu. Na endlich. Hm? Ich gebe's zu. Sie war der Spitzel? Na? Ich bin kein Spitzel, ich gebe's zu. Ich bin selber Mitglied im Verein, das ist wahr. Und ich kann daher als erster Zeuge, als Zeuge ersten Ranges, aussagen, ich habe nie dergleichen irgendwas in dem Verein jemals erlebt. Das ist alles nicht wahr. Deswegen kann ich das Video kaum glauben. Das ist nicht immer der richtige Ort. Wir waren in Wirklichkeit ganz woanders. Wo denn? Ja, sagt sie doch schon, wo denn? Afrika. Wir waren im Keller vom Haus des Bürgermeisters. Aha. Da, das beweist aber nichts. Da steht aber was anderes als eine Kirche und kein Amt. Der Bürgermeister wohnt in der Kirche. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das geht nicht. Sie. Sie. Gegen mich haben Sie nichts in der Hand. Ja. Wer weiß. Oh Gott. Auch gegen Sie gibt es einige Beweise. Womit habe ich das verdient? Aber das sind schwer zu sehen. Beweise sind nicht diese Beweise. Beweise sind ja, wir werden das morgen sehen, haben wir doch gesagt. Sind Sie sicher? Und
unter die Lupe nehmen. Der gehört unter die Lupe genommen. Der lügt, sobald er den Mund aufmacht. Ja. Er muss erstmal. Wir machen erst morgen von Riesen dafür reißen. Das muss erstmal bezeugt werden. Das muss erstmal bezeugt werden. Dafür gibt es hier die Beweise. Morgen! Um 10. Diese Beweise will man in aller Ruhe anschauen. Ja, wir machen den Schluss für heute. Ja. Ich nehme die Kopie, wie besprochen. Ja. Die müssen wir am PC anschauen. Und dann werden wir uns wieder hören. Ja, morgen. Sie bekommen, eine geschwärzte Akte vom Vatikan. Eine geschwärzte Akte. Na komm. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das sagt wieder alles. Geschwärzte Akte. Wiedersehen, Herr Anwalt. Ja. Auf nimmer Wiedersehen. Und Herr Kollege. Und viel Erfolg, das werden Sie nämlich brauchen. Ja. Sie dürfen ihm die Handschellen abnehmen. Gut. Nur mal mit richtig. Vielleicht kann ich ihm helfen, dass jetzt erst mir die Handschellen abnehmen. Jetzt können Sie besser erwähnen. Sie lassen den Kollegen in der Ruhe, haben wir gesagt. Achso, ich bin schon Ihr Kollege. Sonst sperren wir Sie in eine andere Zelle, in eine Einzelzelle. Ja, dann ist das Ihr Kollege. Ich habe gesagt, Ihr Kollege. Ja. Mein Kollege? Ja, sicher nicht. Und jetzt bitte den anderen Rest auch noch, bitte. Super, schau mal, wie sie es aussehen. Na toll. Aber das haben wir müssen, leider. Tja, ich habe ja gesagt, mir kann man nichts beweisen. Tja, wer weiß. So, jetzt rutschen Sie es ein bisschen hinter. Gehen Sie mal auf und rutschen ein bisschen. Na so, so bitteschön. Was, jetzt bekommt er noch Fußpflege. Ja, wer hat Ihnen denn die Fessel angebunden, bitte? Mein anderer Kollege, der war aber ein bisschen witzig, gell? Na toll, na toll. Dabei bin ich doch hier so harmlos, ich brauch sowas gar nicht. Na toll. Wie kriegen wir jetzt das? Wo ist dieser? Dem wird wahrscheinlich der andere Kollege noch kommen. Ha, wo haben Sie den, Herr Kollege? Mein Kollege, ich bin immer nicht da. Mein Kollege. Gehen Sie mal schauen. Genau. Oh Gott. Sei gleich da, warten Sie einen Moment. Na, na. Wenn Ihnen was. Darf ich dir was bringen? Was willst du mir bringen? Kaffee? Kaffee? Ja. Das wäre sehr nett. Was ist, wenn ich los bin? Du bist das gar nichts, du. Du? Du seid trotzdem nicht mehr du. Na. Ah. Na. Zwischendurch sagt man das so. Na toll, jetzt bleiben Sie mal sitzen. Haben Sie vielleicht eine Speisekarte, dass Sie was bestellen können? Nein, Sie bestellen gar nichts. Heute kriegen Sie nichts mehr. So. In jedem Lokal, in jedem... Nein, heute gibt es nichts mehr. Nein, nein, aber nicht heute hier. Hinten auf der Kamera, wo Sie was kochen können. Das legen Sie da mal raus und dann kommen Sie rein wieder und kommen Sie ihn holen. Vielleicht kochen Sie mir was Gutes? Na,
Haben Sie nicht gehört, wie er Ihre Kollegen angesprochen hat? Mir du? Wer kennt ihn also? Ja toll. Was, welchen Kollegen kennen Sie? Hä? Sie leben ja alle unter Verfolgungsfahrt. Aber haben Sie du gesagt? Zu ihm? Ich ja. Sie sagen zu ihm du? Ich, na. Sind Sie in Verdacht? Nein. Weil er hat du gesagt zu Ihnen. Haben Sie Fieber? Das ist... Was soll das? Ich habe nichts zum Tun. Haben Sie Fieber? Nein, ich nicht. Sie? Das kommt mir aber so vor, dass Sie leider unter Fieber waren. Na komm, rein in die Zelle. Komm her. Immer diese Brutalität. Ach, das ist noch. Noch nichts. Noch nichts? So, mach's da auch gemütlich. Danke. Go. Herr Kollege, den nächsten bitte. Bitte auch in die Zelle. Abführen. Bis morgen in der Früh. Um 10 Uhr kommt er wieder raus. Und dann kommt er zum Richter. Nehmen wir auch die Handschellen ab? Nein, ihm dürfen wir nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht, der Herr Kollege. Der Herr Kollege zu mir hat es gesagt, ich darf es nicht. Welcher also, Kollege? Mein Kollege, der Ach Chef. Ach so, ja. Jetzt gehen Sie, das glauben gehen Sie selbst mit. Nicht. Gehen Sie mit. Warum sollte ich? Gehen Sie mit. Warum sollte ich? Gehen Sie mit. Und warum sollte ich? Ist, glaube ich, gesünder. Falsche Richtung da gemacht. Schön ruhig. Na rein mit Ihnen. Oh. Und nicht lange warten. Mal will ich gerne. Warum? Na, kriegt's Eier. Na, was ist denn hier los? Hä? Was machen Sie da? Setzen Sie sich hierher. So, du tust da mal deine Bier sauber. Hey, lass mich schlafen hier. Du kannst echt schlafen. Lass den Kumpanen da wieder sitzen. So, komm. Eine angenehme Nachtruhe. Aha. Hey! Was soll denn das? Wir sind nicht zu Hause. Ich bin aber wieder heim. Ja, freilich. Der denkt wohl, der ist in einem 5-Sterne-Hotel. Oh, ja. Das werden wir schon sehen. Freilich! Herr Guru! Bis morgen muss ich da aushalten mit so einem komischen Typen neben mir. Ich hatte mal Angst, sich zu bücken in der Seife. Oh, Scheißdreck, verdammtes. Unbequem ist das, durch zu schlafen. Ja, das ist richtig so. Mein Kreuz. Ja, Sie werden aufs Kreuz geschlagen. Befehl, nicht aus! Befehl, nicht aus! Sind wir auf Rekord, gell? Ja. Nein, Rekord ist, wenn es rot leuchtet. Also, jetzt ist nicht Rekord. Jetzt ja. Jetzt ist Rekord, ja. Okay, Testaufnahme. Alle winke, winke. Okay, passt. Gefangenen bitte. Oh Mann. Ich komme den Gefangenen Mario abholen. Wer sind Sie? Ich bin Legitimierungsgut. Diensthabender Offizier. Nein. Sie haben mich angelogen. Parole? General. Mario. Transminite. Dienstausweis. Parole? Mario. Was Parole? No, mein Schnitt. Action. Kommt.
kommt sie endlich. Ist gleich. Action, weiter. Kommandant Green kommt den Gefangenen Mario holen. In Ordnung. Der Gefangene wird zum Transport zurechtgemacht. Passt. Wunderbar. Schnitt. Nimmst du mal noch einmal. Action. 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 Kommen. Nur herein in die gute Stube. Das 5-Sterne-Hotel erwartet dich. Action. Wir werden sie foltern, dann werden wir es schon wissen, dann werden sie schon hören, wer sie sind. Wer Action. Frau Kollegin, bringen Sie mir bitte die Akte. Ja, Herr Kollege. Bitte schön. Dankeschön. Also, bitte. Da haben wir sehr viele Unterlagen über Sie gesammelt. Und vor allem, Ihre Komplizen sind ja auch keine Windelkinder. Aber das wird Ihnen mein Kollege schon näher erläutern. Kommen Sie, Kollege. Übernehmen Sie bitte hier. Bitte sehr, hier ist die Akte, also das Dossier über die Komplizen von ihm. Randalieren Sie bitte, das ist Staatseigentum. Ist mir egal, ich habe es ja nicht gezahlt. Aber das wird Ihnen vom Salär abgezogen. Ja, ja. Bei dem Gehalt. Tja, wenn so. Sie noch weniger verdienen wollen, mir fürs Recht. So. So schaut also ein Verbrecher von heute aus. Ich bin kein Verbrecher! Na, nein? Aber hier was anderes in der Akte. Das also, da dürften Sie sich geirrt haben. Wann waren Sie in der Bibliothek? Wie viel Uhr? Na, sagen Sie schon. Action. Um 15 Uhr. Das glaube ich weniger. Meine Schule hört um 6 Uhr auf. Also, noch einmal. Wann waren Sie in der Videothek? Um 15 Uhr. Stimmt nicht. Sie waren um 6 in der Videothek. 6 nach 5 waren Sie in der Videothek, wenn um 6 die Uhr wieder aufhört. Die Schule aufhört. Go. Okay, dann... Ja, 3 Uhr oder schlechten Umfang im Verhör. Okay, aber er hat 3 erkannt, jetzt ist meine 3 noch einbauen und sagen, danke, dass sie erkannt haben und dann... Nein, das nicht. Bedanken tun wir es schon gar nicht. Nein. Weil er hat ja sich jeden Einzelnen aus der Nase ziehen lassen, sagt er. Aber wir bedanken uns nicht, sondern wir sagen ihm einfach nur, oder ihr zumindest, weil ihr bringt ihm dann aus ins Kippchen. Ja. Also, der Thomas und er, oder? Ja, eben. Ja, aber hauptsächlich er, weil er ist ja der Wächter. Ja. Und aber du gehst mit und böbelst dann raus noch ein bisschen. Nein, nichts böbeln. Nein, böbeln nichts mehr. Ja, aber du erst auch froh, was der das jetzt was. Oder schnarchst du dann und du schiebst noch vor dir her? Da geht's nicht, du musst. Immer das. Jetzt wird ultra brutal gefilmt. Er ist ja schon geknebelt, wie soll ich noch auftun? Und wer war's? Wer war's? Immer Sie. Die Schweizer. Regula. Machen Sie keine Witze und keine Schleichwerbung. Wenn der hier Schweizer Werbung macht, das sind andere. Irgendwann erwürge ich Sie hier in der Zelle. Ah, Sie wollen mich erwürgen. Ah. Also das wird Ihnen aber gar nicht gefallen. Ruhe, weg von mir. Go. Oh mein, hier, Rechte! Nein, Sie haben die Klappe zum Halten! Falsch. Sie haben das. Go.
Außerdem habe ich hier Rechte. Nein, Sie haben hier die Klappe zu halten. Das Recht, die Klappe zu halten. Nein, ist ja wurscht. Das Recht, die Klappe zu halten. Okay, machen wir nochmal ohne Pause. Nein, ist ja wurscht, oder? Nein, das ist sicher der Witz, ne? Du sagst nochmal, Sie haben auch Rechte. Nein, Sie haben das Recht, die Klappe zu halten. Okay, und gleich nochmal, go. Bitte. Geben Sie ihm bitte die Handschellen ab. Der Anwalt hat gesagt, wir dürfen sie ihm abnehmen. Bis morgen in der Früh. Sind doch die Falschen. Scheiße. Ich muss sie die Hohen anholen.